Oh, was soll ich denn jetzt hiervon nehmen, ey? Das, Triss? Also, ein großer Kunsthandwerker bist du nicht, oder? Probier du doch mal, wie gut du mit Holz und Stofffetzen ein Frauenabbild hinkriegst. Kennst du dieses Amulett? Ja. Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein. Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? Einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig. Und eine weise Frau in Mittelhain. Aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort. Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei Fremden war sie vorsichtig. Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt. Er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden. Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Ich will ihn nach dem Amulett fragen. Eine nilfgaardische Leiche. Oh mein Gott, ey, hier ist richtig was los. Hier wird nur gefickt und gevögelt und keine Ahnung was alles, ey. Brutals, brutals. Na gut, auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal einen Auftrag wieder. Ach scheiße, jetzt sind wir zu weit gelaufen im Keller hier. Ich glaube, ich habe die Grenze. Okay, er glaubt, er hat die Kratze. Ist ja sehr schön. So, wir müssen auch jetzt mal irgendwie irgendwo reparieren können hier. Wenn ich die jetzt klaue, kriege ich aufs Fresse dann? Wenn ich die Biester hier klaue. Schon eine beschissene Stunde. Da ist doch ein Schmied. Nice. Du hast Augen wie eine Katze. Fängst du auch Mäuse? Oh, dieses mit dem X drücken, dass er immer schnell rennt. Ne? Das ist. Okay, Gegenstände wurden aufgewertet. Da ist noch ein Amboss hier, ne? Gegenstände wurden aufgewertet. Okay. Geh mir aus den Augen. Kannst du das durch? Das wird ein neues. Wie kann ich helfen? Das werde ich dir jetzt sagen. Okay, ich suche einen Meisterschmied. Erstmal, was hast du im Angebot? Dein Angebot ansehen. Reparieren. Alles reparieren kostet 482. Bist du bescheuert? Was ist denn das hier? Was habe ich denn hiervon angelegt? Das muss repariert werden. 50 Kupfer, ey. Alter Verwalter. Das sind noch die Sachen, die ich angelegt habe, ne? Sind die Verbesserungen entfernen? Boah, das mit dem. Das ist aber übel mit dem Reparieren. Ach, hier habe ich nochmal ein extra Reparier. Ja, das ist das Reparierfeld, ne? Mal noch mal eben kurz zurückgehen hier. Ja, ist überspringen. Jetzt mal eben ganz kurz gucken hier. Du hast ein Klingenöl in deinem Inventar. Wasserflasche, Naschwerk.
Knödel. Wolfsstunde sinkt vorüber in die erforderliche Stufe für alle Gegenstände um 2. Ja, wo ist das Öl? Talisman, Weihrauch. Tintenfass. Oh mein Gott, Alter. Wie Klamotten er am Start hat hier. So, wähle mit L ein Öl aus und bestätige deine Auswahl mit X. Wähle dann das Schwert aus, auf das du das Öl anwenden möchtest. Ja, aber... Nützliches. Wo, was ist denn das Öl? Waldkauz, Meistergegenstand, Trank. Verzehrbares. Sonstiges. Währung, sonstiges. Plunder. Plunder. Alles Plunder. Muss ja dann hierbei sein, Handwerkzutat. Perlen. Handwerkszutat, Saft. Ey, das ist doch... Wie soll ich das denn finden hier, die Scheiße? Chemiezutat. Phosphor. Aber jetzt warte mal die Frage, das ist doch, was haben wir denn hier? Das ist doch. Da ist jetzt ein Runenstein drin, ne? Ach so, okay, deswegen ist der leer. Quest, Charakter, Meditation, Mysterium, Tutorial, Charaktere, Handwerk. Das habe ich schon kapiert. Inventar, wie kann ich denn jetzt hier eine Rune reinmachen? Ich muss erstmal auf die Rune gehen wahrscheinlich, ne? So, hier haben wir noch die Rune. 10 Rüstungsdurchbohrung, 2 Chancen auf Verbrennen. Einfrieren, Angriffskraft. Chance auf Bluten. Drei Prozent. Passende freie Fassung. Quenzzeichen-Densität, Chance auf Vergiften, gibt's nicht. Achso, okay, es wird mir immer angezeigt, welche funktionieren. Das wären jetzt zum Beispiel für Stiefel. Einmal A-Zeichen. Axi-Zeichen-Intensität. Oder Quen. Müssen wir nochmal eben gucken hier. Quen. Ah, nehmen wir auf jeden Fall Quen-Zeichen, ne? Inventar. So, haben wir das da reingeballert. So, und woher sehe ich jetzt, was ich anhabe, wenn ich was reparieren will? Das ist natürlich die Frage. Jetzt komm erstmal her. Jetzt verkaufe ich erstmal Schmand. Überspringen.
Ich würde mir gerne sein Angebot ansehen. Okay, da kann ich die Verbesserung rausnehmen, so entfernen. Jetzt sehe ich doch mal hier. Das habe ich ausgerüstet. Okay, mal das, was... Na, ist ja nicht so, dass das alles nicht teuer ist, ne? So handeln er 1100 hat er, ne? Das ist so hier der Schmuck. Habe ich das denn angelegt oder habe ich das nicht angelegt? Woher weiß ich das, ob ich das angelegt habe oder nicht? Mann, Scheiße, verkaufen hier. So, senkt vorübergehend die erforderliche Stufe für alle Gegenstände. Kann für eine ordentliche Summe am Händler verkauft werden, okay. Verkaufen wir das. Das verkaufen wir auch. Wir zerlegen erstmal noch gar nichts. Wir gucken erstmal, was wir Kohle machen hier. Da geht es natürlich jetzt ab. Das ist natürlich jetzt wieder nicht, was man hier... Das ist aber nicht für Alchemie und Handwerk, davon tue ich mal nichts weg. Ein scheiß Bücher hier. Okay. Können wir jetzt mal gucken, was er zum Kauf hat hier. Das ist die Scheiße, die ich an ihn verkauft habe, ne? Okay, gut, lassen wir es erstmal so. Es gibt keine Gegenstände zu reparieren, das ist ja schon mal schön. So, ich suche Meisterschmied. Ich suche jemanden, der mir eine Rüstung fertigt. In bester Qualität. Nun, ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche das Handwerk, wenn ich so sagen darf. Das würdest du gerne. Hör nicht auf sie. Sie ist in letzter Zeit sehr griesgrämig, faucht bei jeder Gelegenheit. Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen oder nach dem Scheißen den Arsch abwischen? Bequem, stabil und leicht reicht mir völlig. Du musst eines über Rüstungen wissen. Wenn sie was aushalten soll, kann sie nicht leicht sein. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug dafür. Werkzeug, wie es die Leute vom Clan Tordaroch auf Undvik benutzten. Joanna, ich hab dir doch gesagt, dass du still sein sollst, wenn ich mit Kunden rede. Du sollst die Leute nicht mit deinen skelligen Legenden behelligen. Das ist keine Legende. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undvik machen lassen, denn der Clan Tordaroch fertigte die besten Rüstungen. Jedenfalls bis vor einem Jahr, bevor der Riese die Insel verwüstete. Die Bewohner sind geflohen oder gestorben. Die Schmiede könnte aber noch stehen. Klingt interessant. Wenn ich das Werkzeug finde, würdest du mir dann die Rüstung anfertigen? Unter der Bedingung, dass du das Werkzeug bringst. Nur dann. Erwähnen diese Legenden auch, wo sich die Schmiede befindet? Ja, auf der Nordseite der Insel. Der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt, um sie zu bauen. Ich suche das Werkzeug, wenn ich das nächste Mal in Skellige bin. Lebt wohl. Okay, meisterlicher Rüstungsschmied. So viel dazu. Jetzt haben wir hier natürlich noch wieder ganz einen Arsch voll, den wir annehmen können. Nehmen wir natürlich auch alles an. Machen das Licht noch aus. Und gucken jetzt mal eben nach den Quests. Stufe 6, Stufe 6.
Gewinnspielen wählen. Raben Krenfels, begib dich zur Startlinie des Rennens. Besiege die Runde, nimm ihm eine einzige Karte ab. Okay, es kommt ja alles noch. Stufe 10, 16. Okay, wir machen jetzt erstmal ganz geschmeidig. Ciris Zimmer. Suche das Zimmer, in dem Ciris sich aufgehalten hat, mit Hilfe deiner Hexersinne. Das machen wir erst für Stufe 5. Müssen wir nochmal zurück jetzt, ist leider so, aber